Ist das ein Dinosaurierkopf im Bernstein eingeschlossen oder ein kleiner Vogel? Fest steht, er ist 100 Millionen Jahre alt. Heute zeigen wir Ihnen ein paar Stücke mit Einschlüssen. Solche Inklusen sind sehr selten und äußerst wertvoll. Es gibt unterschiedliche Sorten von versteinertem Harz. Harze, die unter 1 Million Jahre sind, heißen Kopale, wie zum Beispiel dieses Stück. Die sind sehr interessant durch die vielen Insekten darin. Hier sieht man beispielsweise eine Spinne. Darin sind auch Termiten eingeschlossen, mehrere kleine Bienen. Das ist ein äußerst seltenes Stück. Kopale nennt man auch junger Bernstein. Dieser stammt aus Kolumbien. Darin sind mehrere Termiten eingeschlossen und viele einzelne Termitenflügel. Und das ist ein baltischer Bernstein mit einem Ginkgo-Einschluss. Ginkgos gehören zu den ältesten Bäumen der Welt. Dieses Stück wird auf 40 bis 50 Millionen Jahre alt geschätzt. Interessant sind auch Pflanzeneinschlüsse. Man findet nicht nur Tierchen, sondern auch unterschiedliche Äste, Blüten, Stängel, auch circa 40, 50 Millionen Jahre alt. Dieser Bernstein ist schon geschliffen in einer Tropfenform, vorbereitet für einen Anhänger. Darin enthalten ist ein Käfer, ungefähr 40, 50 Millionen Jahre alt. Das ist auch ein kolumbianischer Kopal, ein junger Bernstein und beinhaltet mehrere Insekten. Sehr gut zu erkennen sind kleine Wildbienen. Außergewöhnliche Einschlüsse werden gelegentlich zu besonderen Schmuckstücken kreiert. Hier sieht man beispielsweise eine seltene und gut erhaltene Spinne, eingeschlossen in einen baltischen Bernstein, die zu einem Anhänger verarbeitet wurde. Diese Bernsteinkette besteht fast ausschließlich aus Bernsteinen, in denen sich Insekten befinden. Solche Teile sind äußerst selten und sehr wertvoll. Zu erkennen sind unterschiedliche Mücken und Fliegen, ungefähr 21 Insekten. Winziger Dinosaurierkopf im Bernstein entdeckt. Man hat in Bernstein aus Myanmar einen winzigen Kopf gefunden. Der etwa 100 Millionen Jahre alte Fund besteht aus einem Schädel samt Schnabel- und Augenhöhlen. Der Bernstein mit dem Kopf inkluse ist hervorragend konserviert. Der Kopf ist nur etwa 1,4 cm lang. Das Tier, zu dem er gehörte, ist ein Avial. Ein Mitglied des Dinosaurier-Vogel-Übergangs, Oculodentavis. Er zeigt Merkmale altertümlicher Dinosaurier und moderner Vögel.
Man erkennt die Form eines Schädels und weichere Körperteile wie Haut, Schuppen und Federn, eine schlanke Schnauze mit Schnabel und eine lange Zahnreihe mit 23 Zähnen. Die Einordnung des Staumbaums war schwierig. Die Forscher hoffen auf ähnliche weitere Funde. Weitere Informationen zu diesem Fundstück finden Sie in der Beschreibung. Eine faszinierende Auswahl an Bernstein-Inklusen finden Sie in unserem Bernstein-Museum in Nürnberg. Darüber hinaus sind einige Inklusen in unserem Shop erhältlich. Vielen Dank für Ihr Interesse. Es wäre schön, wenn Sie ein Like hinterlassen und bitte vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit Sie keine weiteren Videos mehr verpassen.